Guten Morgen. 7:30. Wie hieß das immer so schön? Eine Zeit, wo ich ansonsten nur im absoluten Notfall aufstehe. Nee, Quatsch. Aber ich bin schon seit einer Stunde wach und habe echt nicht so gut gepennt heute Nacht aus irgendeinem Grund. Naja, anyway, jetzt geht's gleich los Richtung Bonn. Und nach Bad Godesberg. Ich muss jetzt gleich nochmal genau gucken, wo das da ist. Und dann gucken wir mal wegen unserem Visumsgedöns. Ich nehme mal die Kamera mit. Ich glaube zwar nicht, dass man da irgendwie im russischen Konsulat groß filmen darf. Vielleicht frage ich aber auch gar nicht. Naja, und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Alles klar. Später. So, dann fahren wir jetzt wieder zurück, denn ich habe alles dabei, aber natürlich meine Visa-Unterlagen nicht. Bullbohrer. Popovic? Ja. Ich habe jetzt den Viktor gerade abgeholt. Wir sind ja auf dem Weg nach Bonn zum Generalkonsulat wegen unserem Visum. Ja, das ist der Viktor. Hi. Und ja, wir haben jetzt alle Unterlagen dabei, also ich zumindest. Der Viktor hat nämlich gerade schon festgestellt, dass er was vergessen hat. Aber der ist ja aktenkundig bei den Ruskis. Von daher haben wir jetzt die Hoffnung, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja, Viktor, noch mal ein paar Worte für unsere russischen Freunde. Für unsere russischen Freunde? Auf Russisch. Das Problem ist Гидо. Мы знаем друг друга уже несколько лет, уже много раз выходили в море, уже были на Канарских островах, на Айслине в Голландии. Вот. А теперь пытаемся пройти по Беломоро-Балтийскому каналу. Вот. Посмотрим, что получится. Das mit dem Visum in Bonn, das hat nicht so funktioniert, weil der Viktor das alles falsch eingeleitet hat. Nein, Quatsch. Wir machen es jetzt über einen Visumservice. Dann kostet es wenigstens auch das Dreifache. Und dazu füllen wir jetzt gerade dieses Dings hier aus. Das sieht also so aus, also ein einseitiger Antrag. Und dann kriegen wir auch ein Visum für 90 Tage. Und eine zweifache Einreise, denn das normale Touristenvisum wären 30 Tage und 30 Tage sind zu wenig. Und auch einmal nur einreisen ist auch zu wenig. Also, Dversik Guido, wie oft war sich Russland? Null. Passnummer. Wo ist denn meine scheiß Geburtsurkunde, ey? Was mache ich mir denn seine Geburtsurkunde her? Ich brauche für diesen scheiß Visumsantrag eine Kopie meiner Geburtsurkunde. Hab ich die irgendwo? Ja. Okay.
Ja, okay, das wäre nicht schlecht. Guck mal, ne? Ciao. Also, ja, muss gucken, ruf mich zurück. У нас к вам вопрос. Точнее, скажем так, мы планируем пройти по Беломор-Балтийскому каналу, и нам дали ваш номер с Беломор канала. Константин Тимонин, он сказал его номер, ваш номер. Так что в Санкт-Петербурге.